Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, ich würde jetzt gerne noch einmal im Schiffsbilder gucken, falls du zum ob ich das, willst, dann decke ich dir den Rücken. Ob ich das nicht irgendwie noch mal anpassen kann mit dem. Sollen wir was reparieren? Okay, kein Problem. Ja. Ich würde das gerne nochmal anpassen wollen. Hier Schiffsbilder. Kann ich tatsächlich irgendwie da was machen? Ich würde da gerne was machen. So. Auswählen. Ich würde den gerne... Wie mache ich das? Wähle. Ich möchte nicht, dass der da nach unten hing. Ich möchte das irgendwie anders haben. Gefällt mir irgendwie gar nicht. Mir gefällt das echt nicht, wie das hier aufgebaut ist, aber... Wir brauchen da definitiv eine bessere Lösung. Aber okay, dann würde ich vielleicht jetzt erst einmal eine andere Quest machen. Wir haben ja noch einiges offen. So. Spätentwickler spricht mit Lea Kessler. Sofort fällig, ein Licht in der Dunkelheit, Aktivitäten. Was haben wir hier? Sprich mit Sam Coe. Was will Sam? Gucken wir mal, was Sam will. Also, da bin ich jetzt neugierig. Dich? Was? Was hat sie gesagt? Wo ist Sarah? Okay, hier bin ich falsch, was Sam angeht. Cora Coe, wenn ich das nächste Mal in deinem Zimmer bin, ist es aufgeräumt. Okay, Papa. Versprochen. Nichts mit versprochen. Du machst das klar. Verstanden? Na gut, okay. Ich mach's. Wo war jetzt der Weg nach unten? Hier. Das ist ein echter Irrgarten geworden. Ja. Jeder Tag, den man überlebt, ist in meinen Augen ein Erfolg. Sam, manchmal erzählen die alten Hasen spät nachts in der Kneipe Geschichten. Von unerklärlichen Dingen, die sie erlebt haben. Geistergeschichten im Grunde. Ich habe schon einmal von Dingen wie den Sternblütern gehört. Aber sie sind real. Das Universum ist gewaltig. Es ist arrogant zu glauben, wir hätten alles gesehen. Aber wenn man jahrhundertelang das All erkundet, kann man sich einreden, man hätte alles durchschaut und verstanden. Was nicht stimmt. Die offensichtliche Frage ist also, was zur Hölle sind sie? Es denken sicher alle, sie wären Aliens, aber wenn nicht? Ihre Schiffe waren unglaublich, aber es waren Schiffe. Mit Antrieb und Waffen und sogar einem Grafantrieb, meine ich. Wenn es wirklich Aliens wären, müssten sie doch alienmäßiger... aussehen, oder? Es könnte auch geheime Freestar, Varun oder UC-Technologie sein. Aber ich weiß nicht. Also, ob die wirklich alienmäßiger aussehen müssen, bezweifle ich. Also, es muss ja nicht unbedingt heißen, dass die dann irgendwie Echsenmenschen sind oder so, Aliens. Oder, also es kann tatsächlich meiner Meinung nach auch sehr gut sein, dass die uns nicht gerade unähnlich aussehen. Dass die auch genauso so ganz normale Hände haben, jetzt sage ich mal so genau wie ein Mensch aussehen.
Muss ja nicht sein. Glaubst du wirklich, dass eine der Fraktionen so eine Technologie besitzen könnte? Ich meine, möglich ist alles, oder? Ja, das stimmt doch. Wenn irgendjemand einen solchen Vorteil hätte, würde sich das Gleichgewicht der Mächte völlig verschieben. Die Technik geheim zu halten, wäre eine gewaltige Verschwörung. Und man bräuchte sehr viel Disziplin, um sie in der Tasche zu lassen. Ja, ich stimme zu. Besonders alienmäßig kamen sie mir nicht vor. Ich habe keine Ahnung, was die Sternblüter sind. Wer sagt, dass er es ganz sicher weiß, der lügt. Ich habe noch eine völlig ins Blaue geratene Theorie. Sie stammen von außerhalb der uns bekannten Systeme. Okay, Hypothese. Vor Jahrhunderten spielen ein paar verrückte Wissenschaftler Siedler. Aber sie fliegen viel, viel weiter als jeder andere vor ihnen. Da feiern die Glückspilze dann ein paar Durchbrüche und ihre Wissenschaft entwickelt sich rasant. Sie kommen schneller weiter als je zuvor. Und werden Sternblüter. Durchaus möglich. Das könnte es sein, Sam. Also, das ist definitiv eine Theorie. Das ist eine wilde Spekulation und Quatsch, denke ich. Ne, es ist definitiv eine Theorie. Wir wissen ja nicht. Wir müssen ja nicht alles ausschließen. Schön neutral formuliert. Wie dem auch sei, wir sind nicht allein. Und das ist aufregend und angsteinflößend. Ja. Wir gehen dann aber mal wieder hoch. Dann haben wir jetzt mit Sam auch einmal gesprochen. Wir müssen definitiv eine bessere Lösung für unser Schiff finden. Weil, naja, es sieht immerhin besser aus, aber sie hatte noch irgendwie was, meinte ich. Sarah? Du hattest was? Brauchst du was? Du hast was Gutes für mich? Du kannst wohl Gedanken lesen. Stiel, Antimikrobotikum. Adieu. Okay. Adieu. Ja, welche Quest machen wir dann jetzt? So, Mission. Kraft aus dem Jenseits, der Motor wahrer Größe. Nee. Offene Frage, sprich im Gefängnis mit Nesha. Lass mal ins Gefängnis gehen. Ich würde gern wissen, wo das Gefängnis ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon da war. Jetzt zumindest nicht mehr aus dem Kopf. Ich kann mich einfach nicht erinnern, tut mir leid. Und dann lass mal auch das Schiff hier austesten, ausprobieren. Antrieb bereit. Auf deinen Befehl kämpfen. Ne, es sieht auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen cooler aus. Wir müssen da nach Woli. Okay. Fliegen wir mal dahin. Aber es gab hier auch noch ein paar Sternsysteme, Planeten, die ich noch nicht erkundet habe, die ich noch auch gerne erkunden will. Vor allem, wenn wir auch immer weiter nach ja, hier kann man schlecht nach Osten sagen. Aber nach rechts von der Sternkarte gehen. Jo. Ja, wenn wir hier jetzt auf der Karte mal gucken. Hier fehlt uns noch so viel. Wir sind ja noch nicht einmal wirklich weit. Wir sind noch gar nicht wirklich weit gereist. Wir haben nur ein paar Dinger hier entdeckt. Bahn, Mann und Stern hatten wir auch noch nicht, den kleinen hier. Sirius und The Pub fehlt uns auch noch. Hier fehlt uns noch so viel. Ja, das ist ein sehr komplizierter Weg.
Okay, der ist noch einfach, kann man sagen. Der ist nicht so kompliziert. Okay, aber wir sind jetzt auf Woli. Also, genau. Sprich im Gefängnis mit einer Schar. Du kannst Wachschiffe im Kampf anfunken, um dich zu ergeben. Das kann man machen. Klingt interessant, auf jeden Fall. Halten wir uns. Siehst du den Schleier, der über Neon liegt? Neon ist die einzige Stadt in den besiedelten Systemen, die ihren Strom aus Blitzen bezieht. Aus Blitzen? Das ist cool. Okay, das ist aber auch ein Ozeanplanet. Hier kann man nirgendwo wirklich landen. Aber ich will jetzt das mal machen. Also ich hatte jetzt irgendwie so ein Gefängnisraumschiff irgendwie erwartet. So ähnlich wie ein Guardians. Das ist eine Art Kontrollpunkt. Vermutlich so konzipiert, dass er einem die Credits direkt aus der Tasche zieht. Ja, okay. Ich hatte aber schon auch irgendwie gedacht, kein Kopfgeld. Okay. Dass mit dem Gefängnis, das wäre vielleicht so etwas wie in Guardians of the Galaxy. Also in dem ersten Teil, wo die da ja waren. Wie hieß das Ding nochmal? Wenn schon so viele Schilder den Weg zur Astral Lounge weisen, sollten wir sie wohl besuchen. Nur zu Erkundungszwecken, versteht sich. Die Sarah möchte sich amüsieren. Okay. Sollten wir vielleicht mal hingehen mit ihr zur Astral Lounge. Zur Astral Lounge. Heißt das, ich soll meinen ganzen Alkohol zurück nach New Atlantis bringen? Genau. Jede einzelne Kiste. Okay, Schluss mit dem Unsinn. Das hat damit zu tun, dass ich Bayus lächerliche Gebühr nicht bezahlt habe, oder? Ich mach die Regeln nicht. Nimm deinen Müll, lade ihn wieder auf dein Schiff und verzieh dich. Wenn ich die Ware nicht ausliefere, verliere ich tausende Credits. Nicht mein Problem. Verschwinde. Ich hoffe, ich kann hier einfach so reingehen. Kann ich mit ihm quatschen? Muss ich hier mit irgendjemand vorher reden? Mit ihm hier? Ich sag das nicht zweimal. Lass mich in Ruhe, verdammt. Ist hier sonst jemand, mit dem ich mal reden kann? Er? Hast du ein Problem? Ich bin beschäftigt, klar? Ich würde mit dem Dude hier mal quatschen wollen. Nein, nein, nein. Hey, warst du dabei, als diese Security-Schweine mich geholt haben? Bitte, hab ein Herz. Du musst mir helfen. Worum geht es? Danke. Oh Gott, ich muss zugeben, dass ich halb ausflippe. Ich habe meinen Job verloren, meine Creds. Und wenn ich das mit Yannick Legrand nicht kläre, verliere ich alles. Alles. Yannick erwartet ein Paket. Ein nicht unbedingt legales Paket. Wenn du es ihm bringst, weiß er, dass ich loyal bin. Keine Sorge, Yannick ist stinkreich. Er bezahlt dich. Wer ist dieser Yannick? Oh Mann. Du hast wohl noch Weltraumstaub in den Ohren. Bei Yannick Legrand gibt es nach der Astral Lounge den besten Alk. Aber bei ihm können den auch normale Leute bezahlen. Nicht nur Schnösel. Und er stellt Blend her. Er ist also der Macker. Auf ziemlich offensive Art. Warum vertraust du mir das überhaupt? Tue ich gar nicht. Du bist nur meine einzige Chance. Okay, was soll die... Ich weiß nicht, ich will nicht in der Zelle neben dir landen. Ah, okay. Du rettest mir echt das Leben. Super cool von dir. Meine Kiste steht in Block 02 in Appside. Mein Authentifizierungscode ist Alpha 3 Kilo 4. Sag einfach der Managerin Bescheid. Sie lässt dich dann rein. Das Paket samt Inhalt ist da drin. Bring es einfach zu Yannick. Dann ist dieser verdammte Albtraum endlich vorbei. Okay.
ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, wir machen jetzt einfach random. Mit dem Boostpack keinen Blödsinn. Gibt dir schon genug Flugverkehr. So, was willst du jetzt machen, ne? Hä? So, da muss ich hin. Da muss ich hin. Okay. Appside. So, und dann hier mit ihr. Isna Sundararaman. Es sind noch Sleep Crates frei. Eng, aber heimelig. Ich brauche Zugriff auf Nesha Osmanis Sleep Crate. Leute leben in diesen Dingern? Oh ja, am schlimmsten finde ich das für die Familien. Und wenn diese Familien sich nicht einmal mehr eine Sleep Crate leisten können, tja, das mag ich an dem Job am liebsten. Was kannst du mir über Sleep Crates erzählen? Falls du knapp bei Kasse bist, Sleep Crates sind die günstigste Unterkunft in Neon. Die Dinger sind eng und der Geruch ist gewöhnungsbedürftig. Falls du eine Sleep Crate suchst, die sind leider sehr begehrt, weil sie sehr, sehr billig sind. Ich brauche Zugriff auf Nesha Osmani Sleep Crate. Wenn du den richtigen Autorisierungscode hast, lasse ich dich überall rein, wo du willst. Vielleicht bedanke ich mich sogar. Du siehst aus, als wüsstest du das zu schätzen. Der Code lautet Alpha 3 Kilo 4. Alles klar, okay. Und die Authentifizierung ist grün. Such nach C153. Bevor du gehst, wage ich mal die Vermutung, dass du mehr Geld hast als meine übliche Klientel. Ich schmeiße bald Kisten von säumigen Kunden weg. Vielleicht ist wochenalter Rissbarsch drin. Vielleicht bei Lamos von Miguel Rafael. Das Original. Glückssache. 1000 Credits zahlen, die Crate nehme ich gern. Handel, wurde das Original bei Lamos nicht zerstört? Selbst die Nachdrucke sind ein Vermögen wert. Angeblich hat Raphaels Sohn bei Lamos an einen UC-Magnaten verkauft. Und das Feuer war nur zur Vertuschung da. Ein Stück Freestar-Geschichte hängt in einem Deimos-Vorstandszimmer? Es gab schon aus nichtigeren Gründen Kriege. Mann, ist das schön, mal mit einem echten Menschen zu reden. Wie meinst du das eigentlich mit bei Lamos? Ein geniales Kunstwerk, das an die Landung der ersten Kolonisten auf Polvo erinnert. Auf den Videos sieht es atemberaubend aus. Komplett mit Kohle aus der Glut ihres ersten Feuers gemalt. Angeblich. Endlich ist mein Abschluss in Kunstgeschichte mal zu was gut. Kleiner Tipp. Wenn deine Eltern sagen, ein Abschluss hilft nichts, sagen sie die Wahrheit. Okay, danke für die Hilfe auf jeden Fall. Gern geschehen? Das sagt man dann doch, oder? Ja, okay, gut. So. Waren wir schon mal hier? Wo muss ich hin? Sarah, sag mir wohin. Frankie's Grab and Go? Website hat sich verändert. Du hast einen Namen? Ich mich. Du störst mich. Mir egal, ich störe, wen ich störe. Ne, tut mir leid. Dann geh. Hat es einen Grund, warum du so kurz angebunden bist? Was für Arbeit machst du hier? Ich arbeite im Lagerhaus und kümmere mich nur um meinen Kram. Die Gangs lassen mich in Ruhe. Solltest du auch. Hat es einen Grund, warum du so kurz angebunden bist? Das ist eine meiner Regeln und ich fahre gut damit. Außerdem willst du nicht mit mir reden. Ich bin einfach kein guter Mann. Halt dich lieber fern. Bist du kein guter Mann? Hast du Regeln, nach denen du lebst? Ja, halte die Dinge kurz. Trink nicht in den Dienst, danach aber jede Minute. Spiel nie Karten mit einer Straßenratte. Liebe nur, was du respektierst. Das war's. Für noch mehr würde ich Regel Nummer 1 brechen. Du bist kein guter Mann, ne? Bin ich nicht. Verstehe. Ja, ganz bestimmt.
Ich glaube, der wird später irgendwann noch relevant. So. Rauchst du was? Okay, gut. So, das hier sind, ne? Ja, hier waren wir schon mal tatsächlich. Also nicht in dem jetzt. Wann ist der Bericht fällig? Keine Ahnung. Wir waren letztes Mal hier, glaube ich, drinne. C203. Ich glaube, da müssen wir auch noch mal rein. Das gibt's schon von Anfang an. Da vorne. Ich habe noch Steel Crates zu vermieten. So, okay. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wohin damit? Aber Hauptsache noch mal so eine kleine Quest erledigen. Ich würde aber auch wirklich zusehen, dass wir auch mal hier die ganzen Skills mal auch ein bisschen vorankommen. Den könnten wir ja auch noch wieder aufsteigen. Wir könnten auch hier Energiewaffensystem, Antriebssysteme, Logistik. Hier fehlt so viel. Wir sind ja noch nicht mal wirklich bei allen noch nicht auf die zweite Ebene hingekommen. Wir haben schon 18 Punkte verbraten. Interessant. Dieser Distrikt liefert eindeutige Beweise, dass Ryujin seinen Einfluss vom Turm auf die ganze Stadt ausgeweitet hat. Ah ja, stimmt. Die wollte ja noch in die Astral Lounge. Die Sarah. Kann man mit ihr dann tanzen gehen? Also ich gehe mal mit ihr dahin. Auf jeden Fall. Ich bin neugierig. Was? Voodoo-Gedankenkontrolle? Wäre Benjamin Bayous Ego so brennbar wie Helium 3, könnte er genug Treibstoff für... Angeblich hat Benjamin Bayou ein privates Penthouse ganz oben im Turm. Die Aussicht muss absolut atemberaubend sein. So, Sarah, du wolltest ja hier hingehen, ne? Gehen wir mal zusammen hier rein. So. Ja, was gibt's? Tschüss. Ich dachte, die wollte hier hin. Schon lang keine Parasiten mehr gesehen. Hat die Stadt alle erwischt? Sarah? Hey, willst du tanzen? Sarah, kommst du? Ich dachte, sie wollte hier hin. Hey. Ja? Hast du was für mich? Darf ich was Persönliches fragen? Frag mich, was du willst. Die hat nichts Neues. Okay. Außenpostenverwalter. Audi. Ballistikspezialist. Ja? Antriebsspezialist. Mickey Crawler. Okay, haben wir jetzt unsere Zeit hier mit ihr umsonst verschwendet? Naja, okay. Dann ist es halt so. Dann haben wir ein bisschen verschwendet. Ich dachte, die wollte jetzt mit mir dahin. Die hatte ja vorhin angemerkt. Wenn du Thermoparasiten siehst, bist du befugt. So, dann gehen wir wieder hier. Wüsstest du wohl gern was? Dein Vater kommt von woher? Paradiso. Und
Wir dachten, er wäre irgendein jämmerlicher Einsiedler auf Aquila. Meinst du, dass er es endlich bereut, damals verschwunden was zu gibt's? Sein? Nee, ich glaube, er hat keine Credits mehr. Tja, kein Wunder, dass du so zulangst. Ah, okay, Yannick. Gib ruhig deine Credits aus. Oder verschwinde. Deine Entscheidung. Ja? Brauchst du was? Wenn du Blend willst. Heute Nacht ist eine neue Lieferung reingekommen. Ein mysteriöser Name für ein Getränk. Nein, deshalb bin ich nicht hier. Ich sehe mich nur oben. Noch nie von Blend gehört. Was ist das? Dann bist du wohl neu hier. Das ist nämlich das beliebteste Getränk in der Stadt. Probier es mal. Ich kann dir garantieren, danach bist du hin und weg. Ein mysteriöser Name für ein Getränk. Der Name sagt doch schon alles. Pass auf, ich habe keine Zeit zum Plaudern. Ich muss mich um mein Geschäft kümmern. Also, wenn du dich bitte beeilen würdest, wäre das toll. Ja, deswegen sobald bin ich auch hier. Sobald sich rumspricht, dass wieder Blend da ist, gibt es einen Massenansturm. Naja, Nesha schickt mich, um mit dir zu reden. Ja, klar. Du gehörst zu Nesha. Die Ähnlichkeit ist nicht zu übersehen. Fast wie Zwillinge. Ich weiß, dass er einkassiert wurde. Wenn du also Undercover Security bist und Schutzgeld willst, vergiss es. Yannick lässt sich nicht veräppeln. Er meinte, ich soll dir das geben und dass er loyal ist. Oh, wirklich? Faszinierend. Nesha hat also geliefert. Vielleicht ist er doch nicht so ein Loser. Ach, was rede ich? Er ist ein kleiner Fisch. Aber wenn die Konzerne alle guten Fische verschlingen, bleiben eben nur noch winzige Fischlein übrig. Nimm die Creds. Ich bin weithin für meine Großzügigkeit bekannt. Ja, okay. Nash hatte wirklich Angst, dass du ihn fertig machst. Sei nett zu ihm. Danke für die Bezahlung. Ich bin neugierig, was ich da überbracht habe. Ach ja? Interessant. Du siehst richtig talentiert aus. Und niemand kennt dich. Ja. Du hast den unvergleichlichen Schöpfer von Yannick's Blend vor dir. Blend ist stark. Blend ist gut. Und Blend haut richtig rein. Dass er reinhaut, ist das Problem. Aber bist du vielleicht die Lösung? Ich könnte das Ganze sauberer und besser aufziehen. Solange die Bezahlung stimmt, bin ich interessiert. Ich wittere einen Haken, einen großen. Was soll das sein, Blend? Ich raff es immer noch nicht. Yannick's berühmte Kreation. Yeah, ja, das hast du gesagt. In der Astral Lounge gibt es Aurora. Aber die Lounge ist für die Bonzen in schicken Anzügen. Blend ist für die Kistenratten und Nachtfischer. Für die Ungewaschenen. Harter Alkohol mit Kick. Und der Kick ist Aurora, okay? Das munkeln alle. Und es stimmt. Du bietest mir einfach so einen Job an. Du lieferst das Paket für unseren guten Freund Nesha. Du bist effektiv. Und ich habe so ein Gefühl bei dir. Und ich muss schnell sein, bevor alles den Bach runtergeht. Ich wittere einen Haken. Ah, klug noch dazu. Gefällt mir. Für Blend braucht man Aurora. Eine böse, böse Droge. Außerhalb der Astral Lounge. Komplett illegal. Und außerplanetar noch illegaler. Wenn die Ranger dich mit Aurora auf dem Schiff erwischen, Junge, dann fährst du lange ein. Und wenn der große Benjamin Bayou herausfindet, dass du es auf der Straße verkaufst, noch schlimmer. Aber bisher war ich zu klug für sie alle. Und zusammen können wir weiter Unmengen an Credits verdienen und gleichzeitig den großen Bayou zum Narren halten. Ich habe jetzt gerade aber Sarah mit dabei. Ich hatte keine Ahnung, worin du verwickelt bist. Was weißt du über Benjamin Bayou? Der Mann glaubt, ihm gehört ganz Neon. Er glaubt, er spielt allein. Aber er ist sich zu fein, um in die Gosse zu sehen. Zu den echten Menschen. Also kann Yannick sein eigenes Reich aufbauen.
Scheiß auf Bayou. Ha. Mhm. Also ich hatte keine Ahnung, worin du verwickelt bist. Jetzt schon. Also, ich habe einen Vorschlag. Nesha ist jetzt wertlos für mich. Loyal, ja. Aber er wird ab jetzt beobachtet. Wertlos. Und mein anderer Mitarbeiter, Felix Sadler, lässt Nesha wie ein Genie aussehen. Es wird Zeit, dass Felix Sadler Urlaub macht. Dauerhaft. Außerplanetar. Oder vielleicht fällt er auf tragische Weise ins Meer. Mir egal, in welches. Aber kümmere dich drum. Und du bist für Yannick sehr wertvoll. Dein verrückter Plan wird dich umbringen. Kein Interesse. Was hat das mit Felix auf sich? Ach, Felix ist fertig. Kostet zu viel von seiner eigenen Ware. Oh. Ja, es wird immer schlimmer. Er gefährdet die ganze Operation. Am besten verschwindet er. Mhm. Tot oder lebendig, ganz schön kaltblütig. Man nennt das Delegieren. Mhm. Du entscheidest das Richtige, ja? Solange wir uns die Hände nicht zu schmutzig machen, können wir diesem Yannick wohl helfen. Felix hängt in einem ranzigen Lagerhaus in Abside rum. Da findest du ihn. Okay, also Sarah hat da noch kein Problem mit. Ich sag's dir. Kann ich helfen? Überblend. Los, dein Geheimnis ist bei mir sicher. Was sind die Geheimzutaten? Schauen wir mal. So, womit ich mich aber auch gerne wirklich mal anfangen will, richtig zu befassen, ist der Basenbau. Also richtig befassen, dass wir die erste Basis komplett schon voll besiedelt haben. Also was heißt besiedelt, sondern dass wir da Rohstoffe abziehen und dass hier, dass wir dann auch uns auch noch ein zweites Raumschiff leisten können. Dass wir auch jemanden haben, der das von A nach B transportiert. Wer bist denn du? Wow, wow, wow. Ist eine üble Gegend hier. Gut gemeinter Rat. Geh zurück zur Bayou Plaza, bevor die Disciples dich kriegen. Der hat mich jetzt einfach angequatscht. Wer sind diese Disciples? Eine Gang. Die schlimmste überhaupt. Die stechen dich aus Spaß ab und wetten, wie lange du quiekst, bis du verblutest. Und das ist nicht übertrieben. Das haben sie echt gemacht. Der arme Ted. Ich komme schon klar. Hey, aber ist dein Leben, das du riskierst? Der Distrikt geht vor die Hunde. Wir Kistenratten dachten früher, die Abside Strikers wären schlimm mit den ganzen Überfällen und Erpressungen. Aber jetzt, wo die weg sind? Jetzt wünsche ich mir fast, sie würden nicht nur bei Madame Sauvage rumsitzen. Es wird immer schlimmer. Vielleicht checke ich diese Typen aus. Naja, du findest sie bei Madame Sauvage. Sie halten immer Castings ab, wie sie das nennen. Suchen nach neuen Leuten. Hey, wie wär's zum Dank mit einer kleinen Spende? Könnte mir das Leben retten. Hab ein Herz, komm. Ich hab's schwer genug. 1000 Credits? Ernsthaft? Ja, okay, komm. Wir sind mal groß hier. Aber ehrlich, geh zurück zur Plaza. Hier gibt's nur Elend, Leid und Not. Trifft die Abside Strikers? Wenn du dich fragst, was hier so stinkt, das ist Neon. Der kommt da aber super. So, Lagerhaus 1. Habe ich jetzt nicht so erwartet. Sarah? Das nehmen wir mit. Syndikatsmitglied. Ich steige aus. Sie steigen aus.
Ja. So, Felix? Du warst unglaublich! Hast du dich gesehen? Die Freaks vom Sioka-Syndikat hatten keine Chance! Yannick hat geliefert! Der Arsch hat seinen Jungen gerettet. Sag ihm, dass wir dicke sind. Wegen Yannick, er will, dass du aus Neon verschwindest für immer. Yannick ließ mir bei dir die Wahl. Entweder du stirbst oder verlässt den Planeten. Yannicks Pläne sind in Gefahr. Du musst zu deiner eigenen Sicherheit vom Planeten verschwinden. Angreif, ich bin nicht hier, um zu reden. Warum hat das Syndikat es auf dich abgesehen? Als ob ich das wüsste. Aber sie werden es bereuen, sich mit Yannick angelegt zu haben. Wegen Yannick. Er will, dass du von Neon verschwindest. Moment. Was? Ja. Vom Planeten weg? Einfach packen und weg? Nein, unmöglich. Ohne mich ist Yannick aufgeschmissen. Wir hatten große Pläne. Weißt du was? Scheiß auf Yannick. Hoffentlich knüpft das Syndikat den Drecksack auf. Und auf dich scheiß ich auch. Hä, ich wollte dir helfen. Hä? Kapierst du, dass ich dir das Leben rette? Oh, es ist ja eine solche Ehre, dich zu kennen. Danke, dass du mich von meinem Leben rettest. Ach, egal, dann. Ich soll halt verschwinden. Ich meine, nach dem, was du... Okay, ich gehe ja schon. Sag Yannick, ich werde ihn vermissen. Oder auch nicht. Ich raff den Dude hier nicht. Ich rette ihn hier jetzt vor denen? Yannick hat ein Problem mit ihm, nicht ich. Und dann ist er so auch noch? Ich raff nicht, was sein Problem ist. Ich verschone ihm sogar, ja? Naja, egal. Meine Mutter wollte, dass ich Medizin studiere. Tja, Mütter, was? Ja, Mütter. Madame Sauvage. Da haben wir das, aber das machen wir ein andermal. Das machen wir wirklich ein andermal. Aber auch krass, wie viele Gebäude schon auch, also wie viele betretbare Gebäude hier in Neon sind. Ah, willst du einen Blend? Nee. Gute Wahl. Bester Drink in den besiedelten Systemen. Nee, ich hätte gerne lieber... Hast du dich schon um Felix gekümmert? Hat sicher Spaß gemacht. Das war ein schmutziger Job. Wie hast du Felix kennengelernt? Weißt du, warum das Syndikat im Lagerhaus war? Scheiße! Nein. Aber ich finde es raus. Er ist so gut wie verschwunden. Du lieferst. Genau wie ich. Aber hoffentlich nicht zu sehr wie ich. Also, neuer Businessplan. Ich bin der Boss. Du bist mein fähiger und gut bezahlter Lakai. Einverstanden? Nö. Nein. Yannicks Blend geht zur Neige. Bald gibt es zornige Kunden. Und das ist schlecht fürs Geschäft. Wir brauchen Aurora. Und dafür gibt's nur eine Quelle. Xenofresh Fisheries. Nesha hat dort gearbeitet und hatte einen geheimen Lieferanten. Nicht einmal ich kenne ihn. Sein guter Freund. Nesha klang so, als würde er gute Arbeit leisten. Warum hat Nesha dir seinen Kontakt nicht verraten? Er hat nie verraten, wer der Lieferant ist, um ihn zu beschützen. Hat sich partout nichts rauskitzeln lassen. Sehr frustrierend. Okay, Nesha klang so, als würde er gute Arbeit leisten. Vielleicht. Unwichtig.
Also musst du das Bruttosozialprodukt steigern und einen Job bei Xenofresh annehmen. Hier ist ein exzellenter und höchst offizieller Ausweis. Und du heißt jetzt Riley Czerniszewski. Nö. Freut mich, Riley. Du bewirbst dich für einen Job in der Produktion. Sie erwarten Chemiekenntnisse. Du weißt, wie man Amp herstellt, oder? Simples Rezept. Ich muss nichts über AMP wissen, um den Job zu bekommen. Funktioniert dieser Ausweis auch? Natürlich. Nur das Beste für meinen Juniorpartner. Junior-Junior-Partner. Digga, der geht mir so auf den Sack. Eher wie ein Subunternehmer. Ja, das ist besser. Naja. Du kannst es versuchen. Aber ich habe eine Forschungsstation. Lern es doch einfach. Du musst also deinen besten Anzug anziehen, Riley, und überzeugen. Neshas Kontakt sollte nach jemandem wie dir suchen. Also finde ihn. Dann sichern wir uns mehr Aurora und die Creds schneien rein. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Quest erstmal jetzt noch weitermachen will. Denn der Dude ist mir zu unsympathisch. Ich würde vielleicht mir eine andere Quest raussuchen wollen. So. Vielleicht. Hier, die Stiefel, die müssen wir ja mal machen. Lege die Stiefel in eine Kiste. Die haben wir ja lange... Die haben wir ja lange gehabt, aber auch noch nicht irgendwie vervollständigt. Also noch nie abgeschlossen. Und schleppen das schon seit Ewigkeiten mit uns rum. Dann würde ich das jetzt eben mal machen wollen. Und wenn sich die Gangs heute mal nicht umbringen, könnte das ein guter Tag werden. Und ja, ich würde zusehen, dass wir vielleicht uns ein vernünftiges Schiff dann mal kaufen. Den Shieldbreaker, glaube ich, hieß der. Den würde ich gerne haben wollen. Aber ich hätte auch Bock, endlich mal zu versuchen, ein Schiff zu kapern. Das soll ja möglich sein. Start abgeschlossen. Auf nach Hause. Ich liebe es im Orbit. Ja, okay. Da müssen wir hin. Nach Wolf? Ja, fliegen wir hin. Wird ja gleich ein paar Ruckler geben, aber ist egal. Sind wir jetzt? Cetonia. Oh, das ist aber ein... Das ist ein cooler Mond. Eine coole Sonne. Was haben wir hier? Etheria. Mit Ruin von Etheria. Ist Level 5 Bereich. Das ist das Wolfsystem. Wenn hier direkt dazwischen. Dann haben wir hier auch noch Barnards Stern. Da waren wir auch noch nicht.
Ineos? Alter, ihr System waren wir auch noch gar nicht. Aber okay, wir gehen hier nochmal rein. Achso, wir müssen hier schon, aber hier gibt es Helium, Aluminium und Beryllium. So, wo ist denn die Sonne? Okay, der leuchtet hier auch nur blau. Ich hatte jetzt erwartet, der würde irgendwie so rot leuchten. Bau an Schiff im Anflug. Andocken genehmigt. Okay. So, 500 Meter müssen wir wahrscheinlich sein davon, dass wir andocken können. So, jetzt. Die Luftschleuse ist intakt. So, und einsteigen. Gucken wir uns das mal an. Nach dem Kreuzzug der Schlange hat die UC mit der Wiederherstellung dieser Station Wahnsinnsarbeit geleistet. Also, hier haben wir auch nochmal. Willst du irgendwas abladen? Ein Schiff wartet. Hey, wie kann ich dir helfen? Ich würde gerne meine Schiffe sehen, um die zu ziehen. Kein Problem. Hier kann ich dann endlos bauen, oder wie? Der hat nur 72.000. Ich hab jetzt auch nur 76.000. Aber ich gehe mal von aus. Die Station hat auch schon bessere Zeiten erlebt. Ob die UC sie wohl jemals restaurieren werden? Aber hier waren wir ja schon mal. Im All. Das muss so cool sein. Ich war da noch nie. Hey, Neuling. Schicke Stiefel hast du da. Sind die zu verkaufen? Ich gebe dir 500 Credits dafür. Mir stehen die sowieso viel besser als dir. Glaub mir, du willst diese Stiefel nicht. Das Einzige, was dir steht, ist deine Maske. Bestimmt nicht mit denen, die du trägst. Nichts. Ich will nur deine haben. Alles klar, abgemacht. Cool. Solche wollte ich schon immer haben. Dürfte auch meine Größe sein. Ehrlich gesagt, wäre ich bis auf 2000 hochgegangen. Ich sage nicht, dass ich dich abgezockt habe, aber ich denke es. Ja, alles gut. Also, ich glaube... Die 2000 würdest du dann irgendwie zurückverlangen wollen. Für 500 könntest du es irgendjemand anderen noch verkaufen. Ist nur eine Frage der Zeit, bevor ich hier wegbefördert werde. So, gehen wir wieder weiter. Dann sind wir die schon mal los. Perfekt. Brauchst du was? Also. Hier sind vier Arbeitsstationen und dann noch halt der Pilotensitz. So, abdocken. Und wir sind frei. So, Antonio geht in die Richtung. So. Auf nach Alpha Centauri. Ja, dann würde ich aber auch sagen, in der nächsten Folge werden wir definitiv, oder ab der nächsten Folge werden wir dann auch auf jeden Fall uns mal um den Basenbau kümmern. Ja, ich möchte landen. Danke. So. Wohndistrikt. Ist aber schon mega, dass wir jetzt auch Level 18 schon sind. Finde ich super.
keine Ahnung, wie viele Level ich machen muss, also damit ich jeden Skill hier habe. Aber ich glaube auch, Starfield ist dann so ein Projekt, ich werde locker ein Jahr jetzt dran sitzen, also was Let's Plays angeht. Schon bei knapp einer Stunde Folgen. Hey, können wir auf die Chunks diesmal verzichten? Mein Magen dankt. Jo, kein Problem. So, Raumhafen. So. Und da hinten hin müssen wir. Ich guck mal, haben wir vielleicht auch wieder eine Story für Dings? Ich glaube nicht momentan. Und ab ins Unterdeck. Hier waren wir auch schon lange nicht mehr gewesen. So. Aber der hat hier auch Klamotten. Eigentlich müsste ich bei ihm hier auch mal gucken, was für Klamotten der hat. Ich hab über... Tageslicht wird völlig überbewertet. Ich komme prima ohne klar. Ja, ich hab die Stefanie in den Bau gebracht. Weißt du, woher ich das weiß? Die Regenwolke über deinem Kopf ist fast weg. Hier für deine harte Arbeit. Wenn Fortuna wieder auf meiner Seite ist, fängt das Geschäft sicher an zu florieren. Und lass uns nie wieder von diesen verfluchten Stiefeln sprechen. Ja, ich wollte jetzt aber kurz Wenn auch noch handeln. Du sagst, ganz in Ruhe. Ich hab Zeit. Mal gucken, was er hat. So, Waffen. Reach gefällt mir auch. So. Urban Eagle. Orion. Schotty. So, nochmal mit Schalldämpfer Urban Eagle. Grendel. Okay, dann Anzüge. Was hat der hier? Bodencrew, Space Trucker, UC Marine. Rucksäcke, auch wahrscheinlich das gleiche. Und Helbe, genau das gleiche. Kleidung. Nee. Oh, sorry. Pass auf dich auf, okay? Jo, kein Thema. Ja gut, dann... Wie vorhin angekündigt... ab der nächsten Folge machen wir uns dann auf den Weg... in eines unserer Systeme, also unsere Basen, und fangen an, da schon mal ein bisschen auszubauen, dass wir da auch die ersten Leute haben, damit wir Waren kriegen und dann auch zusehen, dass wir hier auch ein bisschen mehr und schneller Geld verdienen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie man hier automatisiert Geld verdient. Würde ich gern zusehen, dass man das irgendwie hinkriegt. Dass man vielleicht irgendwie einen Händler hat, der regelmäßig hier nach New Atlantis fliegt und da Waren verkauft, als Beispiel. Weiß ich nicht, ob man sowas machen kann. Wäre mega. Und dass das Geld dann immer wieder hier auf die Erde geschickt wird, zu unserer Hauptbasis. Werden wir alles noch herausfinden ab der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.